19. Dezember. Maria spürt, dass ihr Baby bald kommen wird. Sie sorgt sich. Was ist, wenn wir den Stall nicht rechtzeitig finden? Oder wenn wir uns im Dunkeln zwischen den Tannenbäumen verlaufen? Es ist, als könne der kleine Esel Gedanken lesen. Denn er beruhigt Maria. Keine Sorge. Ich habe den Stern gesehen und lasse ihn nicht aus den Augen. Wenn wir ihm folgen, kann nichts passieren. Er zeigt uns den Weg zum Stall. Maria lächelt das Eselchen dankbar an. Du bist ein guter Freund. Auf dich ist Verlass. Schön, dass wir dich getroffen haben. Das freut den kleinen Esel. Im Geheimen hofft er, dass sie noch vor Mitternacht den Stall erreichen, dass keine Wölfe hinter den Bäumen hervorkommen und dass er nicht über eine Wurzel stolpert und sich ein Bein bricht. Es ist, als könne Josef Gedanken lesen, denn er macht dem Esel Mut. Wir werden es schaffen, ganz bestimmt. Da flattert plötzlich die weiße Taube heran und ruft: Schön, dass ihr alle da seid. Im Stall warten schon alle. Ich flieg voraus, denn ich kenne eine Abkürzung. Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir dort sind. Oh, es wird immer spannender und ganz, ganz, ganz bald passiert das große Wunder. Ich bin schon so aufgeregt. Oh, Fritz ist denn immer noch so viele Tage. Das Warten macht mich ganz, 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 ganz krank.